Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem zweiten Hardware-Video von der Video-Webbox. Ich werde auf die ganzen Klimbim-Wattier-Kabel und so werde ich jetzt nicht großartig eingehen. Geht jetzt nur um die Video-Webbox. Da ich das im ersten Hardware-Video schon gemacht habe und ich möchte aber gerne nochmal ein zweites Mal was zu der Box an sich sagen. Da bei mir ja dieser Fehler war und die erste nicht gleich von Anfang an funktioniert hatte und ich dann halt den Support angeschrieben habe und dann doch hingekriegt habe, aber diese da schon unterwegs war, habe ich gedacht, naja, dann mache ich halt nochmal ein Unboxing und erkläre nochmal was. Also ich habe jetzt diese Video-Webbox im Betrieb schon seit drei Wochen, weiß ich nicht mehr genau. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Ich finde den Look, finde ich geil, mit diesem Klavierlack und hier diesen Rippen hier oben. Und die ist wirklich sehr klein und passt überall gleich hin. Aber was ich euch halt sagen will, ist, ich habe jetzt hier versucht, wirklich Festplatten anzuschließen und Sticks. Es hat wirklich richtig geil funktioniert. Ich habe es im Netzwerk eingebunden, hat auch super funktioniert. HDMI habe ich sowieso dran, optisch habe ich auch dran. Das funktioniert richtig geil. Ich habe hier schon einige Apps auf meiner anderen Video-Webbox installiert und ich muss echt sagen, ist eine klasse Erfindung. Ist wirklich richtig klasse. Wenn man sein Fernseher wirklich kein Smart TV hat, kann man hiermit wirklich super auf Smart TV zugreifen. Man kann auf sein Android-Telefon zugreifen, man kann auf sein iPhone zugreifen. Da gibt es halt jeweils eine App. Das werde ich euch im Hardware-Check dann nochmal genauer zeigen, welche Apps da gibt und wie schnell das wirklich ist mit dem Installieren. Leider gibt es momentan noch keine YouTube-App. Ich hoffe, dass diese vielleicht noch nachgeliefert wird. Aber so gibt es eigentlich wirklich genug Apps. Ich werde euch ein paar präsentieren und zeigen. Ja, und man kann halt ins Internet. Das ist wie ein kleiner Browser, ist da auch mit, also ein Browser ist da auch mit bei. Man kann da auch ins Internet mit. Funktioniert richtig, richtig geil. Also kann ich echt wirklich nur loben. Und ich würde sagen, das soll jetzt auch nur mal so ein kurzer Zusammenschnitt sein, was ich jetzt schon gemacht habe. Und ja, also mir gefällt sie halt, ist eine richtig coole Box und so. Und ich würde sagen, jetzt machen wir gleich mal den Hardware-Check. Die Kabel brauche ich nicht. Die werde ich jetzt hier wieder zurücklegen, da die Video-Webbox bei mir ja schon angeschlossen ist. Praktisch die andere, die ich habe, ist ja schon angeschlossen. Deswegen werde ich jetzt hier meine Kabel benutzen, die ich da sowieso schon dran habe. Da brauche ich hier nicht extra die Kabel raus. Wie habe ich denn das jetzt hier rausgekriegt? Ich weiß nicht, ach so rum. So rum. Ah, jetzt habe ich es. So rum. So, und den HDMI kommt, der kommt auch wieder hier rein. So. Und die Dinger kommen auch wieder hier rein, weil die brauche ich alle gar nicht. Wir brauchen jetzt nur diese Video-Webbox. Wie gesagt, die Kabel sind ja schon vorhanden. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Check-Video wieder, wo wir die Video-Webbox dann das erste Mal anschließen werden. Dieses Video werde ich aber mit Hauptaugen Capture aufnehmen und mein Mikrofon zusätzlich aufnehmen, dass ihr wirklich nicht einen abgefilmten Fernsehbildschirm habt, sondern wirklich das reine Signal oder das reine Bild, was über die Video-Webbox rankommt. Ich werde das halt zweigeteilt machen, am Anfang mit Kamera aufnehmen, wie ich es anschließen werde und dann halt der Rest, wie dann eingestellt wird. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.